Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Farthest Frontier Let's Play. Wir haben das Theater erbaut und nun ist es an der Zeit, auch die zentralen Gebäude hier ein bisschen aufzuwerten und mehrere weitere große Häuser hier in unserer Stadt zu errichten, damit wir dann ein bisschen weiterkommen können in unserem Tech Tree und vielleicht schaffen wir es ja dann sogar in die Stufe Nummer 4 noch reinzugehen vor Release. Das wäre auf jeden Fall noch schön, wenn ich da einfach mal vielleicht noch euch die restlichen Gebäude zeigen könnte. Aktuell haben wir noch kein einziges großes Haus, also da müssen wir natürlich noch ein bisschen was machen. Und ich glaube, als nächstes müssen wir mal unser Handelszentrum aufwerten, denn da haben wir auf jeden Fall noch einiges an Potenzial. Gerade auch, was dann neue Waren angeht. Und hier haben wir sogar noch ein bisschen Kompost übrig. Das heißt, ich kann jetzt hier auch noch unseren zweiten Acker ein bisschen düngen und damit die Landqualität, die Bodenqualität aufwerten. Dann schauen wir mal noch hier rüber. Wie schaut es mittlerweile aus mit dem Upgrade? Wir könnten, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Eisen produzieren, wir sogar schauen, dass wir noch die das Sägewerks-Upgrade hier durchdrücken. Und abgesehen davon brauchen wir halt jetzt auch noch viel mehr Eisen. Wir gehen jetzt mal wieder auf Dreifachgeschwindigkeit. Wollen natürlich hier auch ein bisschen etwas erleben. Deswegen beschleunigen wir das Ganze. Und wir haben eine Hitzewelle. Das ist leider gar nicht gut. Und schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Gold ranbekommen. Und dann könnte ich vielleicht sogar noch ein bisschen Werkzeuge einkaufen. Damit die Leute hier auch ein bisschen was in der Hand haben. Jawohl. 4 Leute haben die Schule abgeschlossen. Sehr schön. Gebildete Bürger immer gut, denn dann kann man die einfach ein bisschen vielseitiger einsetzen. Und dann schauen wir einfach mal. Es fehlt halt aktuell ein bisschen am Brettern, weil wir da aber natürlich auch noch einige ambitionierte Projekte im Auftrag haben. Ist das in Ordnung? Und dann muss ich mal schauen, wie viele Arbeitskräfte ich eigentlich gerade noch zur Verfügung habe. Für die unterschiedlichen Aufgaben. Wir haben jetzt 18 Arbeiter. Man sieht jetzt auch schon, das ist ein bisschen wenig. Also wir haben hier schon so eine kleine Warnung auch. Wenn das hier orange hinterlegt ist, heißt das meistens, dass da ein bisschen was fehlt. Von daher müssen wir hier mal ein paar Bauhandwerker nochmal wegnehmen. Und ansetzen auf die ganz normalen Arbeiten wie Holzfällen, wie Sachen durch die Gegend tragen und, und. Jetzt werden hier schon die ersten Häuser im Zentrum weitergebaut. Und ich drücke mal die Taste, ich glaube G war es. G, genau, G für Attraktivität. Und dann sehe ich eben hier auch, wie das jetzt hier ausschaut. So halbwegs kommen wir hier eigentlich voran. Sobald ich den Garten hier verbessert habe, sollte ich hier auch ein großes Haus bauen können. Und dann sollte ich eben auch die Steuereinnahmen nochmal ordentlich erhöhen können. Nahrungstechnisch schaut es ja ganz gut aus. Denke mal, das kann man dann auch so lassen. Hier drüben sind auch noch Häuser im Aus- und Aufbau. Aber es fehlt eben an Brettern. Ich will jetzt aber noch keine zweite Sägegrube bauen, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann wieder ein Holzproblem bekommen könnte. Von daher gehen wir lieber mal hier auf die Gießerei und hoffen einfach, dass wir hier bald noch weitere Eisen Bereiche haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Eisenreserven vielleicht. Schauen wir mal hier oben noch weiter. Die weitere Siedlung, die sich hier auch so ein bisschen in den See hinein baut, die wird jetzt langsam auch. Wir haben hier auch schon die erste Heimstadt. Das heißt, hier fehlt es eigentlich nur an Kräutern. Und das wiederum heißt, wir müssen mal wieder unsere Sammler ein bisschen micromanagen. Genau, wir haben hier eine Sammlerhütte. Wo ist die denn? Hier, glaube ich, genau. Kann man dann noch hier ein bisschen noch rüberlegen. Wir müssen halt immer wieder ein bisschen micron. Das ist halt etwas, was mir, wie gesagt, nach und nach immer wieder Sorge bereitet, weil man halt irgendwann ab einer bestimmten Größe des Spielstandes nicht mehr so ohne weiteres dazu kommt, jedes einzelne Gebäude durchzuklicken. Und ich weiß halt nicht, wie
ja, wie praktisch das Ganze in letzter Konsequenz dann ist. Also ich hoffe, dass man da vielleicht einfach nochmal ein paar mehr Optionen bekommt, das Ganze an die eigene Spielweise anzupassen, die Intensität des Micromanagements quasi, damit man eben nicht gezwungen ist dazu, sondern das halt wie auch mit der Spielschwierigkeit optional machen kann. Das würde ich sehr begrüßen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall unsere Slots für die Kühe. Und dann könnte ich mal gucken, ob ich hier noch Kühe habe. Beziehungsweise wir müssen dann eh welche einkaufen. Da schaut es aus, als ob wir hier auf jeden Fall klarkommen erstmal. Wir haben nur noch ein schweres Werkzeug da. Ein schweres Werkzeug, da müssen wir mal gucken. Und hier haben wir die Kühe, genau, jetzt kann man die Kühe hier verschieben. Ins Gesamtlager. Und dann sollten wir die nämlich auch an die Scheune zuweisen können. Und dann habe ich nämlich hier eine schöne Landschaft, in der ich meinen Kühen Auslauf geben kann. Jetzt machen wir hier noch einen zweiten Platz, damit die hier auch die Tiere mit Futter versorgen. Ganz, ganz wichtig. Und dann mache ich hier noch eine Straße dran, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und dann haben wir auch Kühe. Das heißt, wir haben auch Milch. Das heißt, wir haben dann bald auch die Möglichkeit, an Käse ranzukommen. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Und dann könnten wir hier eigentlich auch schon die Marktverbesserung durchdrücken. Das wäre auch noch eine schöne Möglichkeit, hier noch ein bisschen mehr Umsatz zu generieren. Schauen wir mal. Genau, hier müssten wir jetzt eigentlich auch schon durch sein. Wir brauchen eigentlich nur noch mehr Nahrungsarten. Okay, dann verbessern wir hier den Marktplatz. Gehen wir direkt drauf mit maximaler Priorisierung, dass das auch vorangeht. Und dann schaue ich mal noch hier hoch. Okay. Der Sammler muss noch fertig werden. Und dann brauchen wir noch ein weiteres Haus. Für die Neuankömmlinge hier. Hier lasse ich wieder ein bisschen Platz frei für weitere Gärten. Und ziehe hier die Straße durch. Dann kann ich hier noch ein weiteres Haus platzieren. Und ich lasse halt immer wieder ein bisschen Platz, damit ich halt diese Attraktivitätsdinger platzieren kann, damit ich halt dann auch die höheren Stufen freischalten kann. Das klappt sonst nämlich nicht. Von daher ganz, ganz wichtig auch, nicht ganz wie bei Anno, das alles zuzupflastern. Man muss hier halt tatsächlich auch ein bisschen arbeiten mit der Attraktivität. Jetzt kann ich hier endlich das Sägewerk verbessern. Sehr schön. Das kostet uns jetzt leider auch einmal ein Werkzeug, ein schweres. Und wir werden auch im Nachgang noch weitere schwere Werkzeuge brauchen, die wir dann einfach weitergehend produzieren. Eine stetige Werkzeugproduktion so gesehen, aber das sollte kein Problem darstellen. Okay, das schaut gut aus. Und hier haben wir eben die Schmiede. Hier müssten wir mal gucken, dass wir wirklich noch viel mehr schwere Werkzeuge herstellen. Wir sind hier immer noch dabei, die normalen Werkzeuge herzustellen. Davon brauche ich zwar auch ein paar, aber ich brauche halt vor allem die schweren, um eben den Betrieb von besseren Gebäuden zu gewährleisten. Jetzt sieht man hier auch das neue Sägewerk. Das schaut wirklich klasse aus. Ist so ein bisschen, hat ein bisschen was von einem Lagerhaus in Anno. Was ein schönes Gebäude. Was ein schönes Gebäude einfach. Und wir haben wieder zu wenig Obst, wie es scheint. Schön das Skorbut hier. Das heißt, wir müssten mal gucken. Einerseits schauen wir mal in die Statistik. Schauen mal beim Obst rein und sehen hier. Nee, Obst ist eigentlich in Ordnung. Müssen eher an die Konservierung langsam ran. Wir haben aber, glaube ich, zu wenige Arbeitskräfte dafür aktuell. Da muss ich vorher noch einige Sachen upgraden, bevor ich da rankomme. Jetzt habe ich mal wieder einen Händler da, der absolut gar nichts von mir aufkaufen will.
aber gleichzeitig gutes Angebot hat, das ist natürlich ärgerlich, denn da verlieren wir jetzt natürlich eine Menge Kohle. Wir können uns ein bisschen Bohnen einkaufen. Und ich glaube, das war es dann auch. Ein paar Bohnen, um hier die Nahrungsvielfalt wieder hochzubekommen. Dann sollte ich nämlich hier auch bald in Kürze große Häuser bauen können. Ist aber auch gut zu sehen, dass es dann vor allem eben an der Nahrungsvielfalt mangelt und nicht an irgendetwas anderem, was vielleicht noch schwerer wäre, heranzubekommen. Aber wir brauchen jetzt noch mehr Attraktivitätsgebäude. Wir müssen noch mehr Dekorationen bauen. Das finde ich halt sehr, sehr schön gemacht, auch in diesem Spiel. Auch eine große Stärke, dass du halt Dekorationen bzw. Schönbau auch mit einpflegen musst. Auf natürliche Art und Weise, weil deine Stadt sonst einfach nicht wächst. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an Caesar 3, für die von euch, die es noch kennen. Ein wunderbarer Titel, in dem du eben auch immer wieder schauen musstest, dass du mit Ornamenten und mit Wohnortattraktivität arbeitest. Und daran erinnert mich dieses Spiel auch immer und immer wieder. Wir haben einen sehr guten Honigpreis hier. Das heißt, wir verkaufen hier volle Kanne. Und dann kann ich mal schauen, was ich hier noch am ehesten brauchen könnte. Wahrscheinlich bei Trader Nummer 1 vielleicht noch ein bisschen Kleidung. Wir haben gerade sehr wenig Kleidung. Ich produzierte die auch noch gar nicht. Und dann haue ich mir noch ein paar Bohnen rein. Und verkaufe noch den Rest vom Honig. Guter Preis hier. Alrighty. Dann nächste Priorität, Ausbau des Handelszentrums, damit wir einfach die Frequenz des Handels erhöhen können. Und wir bauen hier auch ein bisschen die Landstraße hier aus, unsere Wirtschaftsstraße, damit das Auf- und Abgefahrte dort ein bisschen beschleunigt wird. Und dann machen wir hier auch noch eine Straße rein, weil Straßen bewegen sich halt einfach auch die Bewohner deutlich schneller drauf. Und ja, eine schöne Sache, mit der man übrigens Boden fruchtbar machen kann, ist, indem man herangeht und Tiere darauf weiden lässt. Und diese düngen dann auch ein bisschen den Boden hier. Das heißt, wenn ich hier lange Zeit dieses ganze Areal hier mit den Tieren bearbeiten, kann ich irgendwann dann einfach die Weide hier rüber verlegen und hier einfach einen Acker drauf machen. Und so mache ich mir halt meinen Boden dann auch fruchtbar, obwohl ich vielleicht gar keinen fruchtbaren Boden hatte am Anfang. Weiß nicht, ob das bei Release dann auch immer noch so einfach funktionieren wird, aber ich fand das eine sehr schöne Möglichkeit bisher. Ja, auch einfach überall, egal wo ich war, in welchem Biom, das Ganze auch wieder fit zu machen. Also wir haben im Stream ja dann auch nochmal einige andere Biome uns angeschaut. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, gerne einfach mal auf Twitch reinschauen. Dort gibt es eben auch die ganzen Streams im Abruf. Die Informationsdichte ist dort natürlich aufgrund der höheren Interaktion mit dem Chat etwas geringer als jetzt hier in einem Let's Play, wo ich natürlich versuche, nonstop irgendwas, ja, hoffentlich Hilfreiches zu sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es dort halt natürlich dann einfacher, verschiedene Settings und so weiter einfach im Kurzdurchlauf innerhalb eines Tages abzuarbeiten. Und ja, wo wir gerade bei verschiedenen Settings waren, ich muss mal eben gucken, wie es hier aussieht mit unseren Einstellungen, mit unseren Settings für unsere Arbeitskraft. Wir haben hier einen Krankendorfbewohner, wir haben keine Bauhandwerker. Das heißt, da weise ich noch einen weiteren zu. Und dann sind wir auf dem besten Wege jetzt hier gleich noch den Händler auszubauen. Das ist auf jeden Fall eine Priorität. Und während wir warten auf die Rohstoffe, können wir hier auch noch die Straße ausbauen. Dann haben auch die Bauhandwerker noch was zu tun. Und dann müssen wir natürlich auch hier noch das ganze Stadtzentrum ausbauen, was die Straßen angeht. Und hier überall dafür sorgen, dass wir die schnellen Straßen haben. Also ich glaube, die Steinstraßen haben nochmal, also ich weiß gar nicht, steht das hier irgendwo mit dem Geschwindigkeitsboost? Ermöglichen eine schnellere Bewegung und hier auch, also da wäre natürlich die Frage, wie genau das ist. Aber du siehst das alleine, wenn die hier rüberlaufen, wie schnell die sind, wenn die auf Steinstraßen sind.
Und wie sie dann runterbremsen, wenn sie auf eine normale Straße kommen und dann wieder beschleunigen. Also man sieht schon auch einen Speedboost einfach. Jetzt kann ich hier auch das Handelszentrum nochmal upgraden. Also volle Kanne, Priorität. Und alle Bauarbeiter auch noch zugewiesen. Das muss schnell gehen. Da drüben brennt es schon wieder. Aber das ist okay. Wir haben jetzt 7 Monate Nahrung wieder auf Vorrat. Also Nahrung ist wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben auch etwas zu viel Brennholz gerade. Das heißt, ich könnte beim Brennholz vielleicht aktuell noch irgendwo ein bisschen runter beschleunigen. Das Ganze ein bisschen bremsen. Schauen wir uns mal die Upgrade-Möglichkeiten an. Ich könnte auf jeden Fall mal rangehen und so langsam meine ganzen Jäger tunen und verbessern. Aber erstmal wird hier der ganze Ziegelsteinvorrat aufgebraucht für unser neues Handelszentrum. Und dann können wir da eben auch schauen, dass wir vielleicht an mehr Händler kommen und an mehr Umsatz letzten Endes. Das ist halt auch das, was zählt. Und jetzt kommt etwas, da hatte ich schon lange Angst und Bang davor. Und zwar die Rattenplagen. Jetzt müssten wir anfangen, hier überall alles mit Rattenfängern zuzukleistern. Leider muss man das auch absolut pingelig hier zukleistern. Und die ganze Stadt damit abdecken, weil leider diese Rattenfänger nicht einfach automatisch dahin laufen, wo eine Rattenplage ist. Nein, nein. Man muss sie natürlich immer entweder überall alles abdecken mit so einem Radius vom Rattenfänger oder du musst dann ständig manuell die Dinger umsetzen. Und ja, das ist halt gelinde gesagt nervig irgendwann. Das heißt aber auch, ich muss einfach irgendwann rausfinden, welche Gebäude überhaupt von Rattenbefall geplagt oder ja, beplagt werden können. Und diese dann auch ein bisschen zusammenstellen, um die Effizienz auch zu steigern. Aber nichtsdestotrotz, alle Wohnhäuser können davon betroffen werden. Und vor allem auch alle Lagerhäuser. Also vor allem Kornspeicher und Lagerhäuser sind da gerne von betroffen. Das heißt, ich baue mal den Rübenkeller hier rein. Und da haben wir unser neues Handelszentrum. Das hier erstrahlt in neuer Pracht. Sehr schön. Das schaut auf jeden Fall gut aus. Sehr, sehr schönes Gebäude hier. Und dann müssten wir nochmal ein bisschen mehr in die Kerzen investieren. Um einfach noch ein bisschen mehr Bilanz herzustellen. Wo habe ich denn hier noch eine Kerzenmacherei? Okay, das ist cool. Und dann könnte ich gucken, dass ich die ganzen, genau, diese ganzen Gebäude hier so platziere, dass die halt alle in der Reichweite von diesen Rattenfängern sind. Hier oben muss ich dann die Range noch ein bisschen umsetzen, dass ich hier noch alle Häuser reinbekomme. Aber dann haben wir auch alles versorgt soweit. Und dann geht es eben ran, hier die Häuser abzugraden. Wir brauchen mehr Nahrungsarten. Das ist aktuell auf jeden Fall der Plan. Wir müssen schauen, dass ich Obst, Gemüse, Korn, Fisch, Fleisch, dass ich da auf jeden Fall Abwechslung reinbekomme. Und aktuell ist diese nicht gegeben. Wo sind meine Jäger hier? Ich glaube, ich brauche hier unten auf jeden Fall noch einen Jäger für die Rehherde hier. Genau, hier habe ich den Jäger. Dann bauen wir hier auch noch eine Straße raus. Zum Jäger, damit der nicht so lang laufen muss. Dann könnte ich hier auch noch eine Verbindungsstraße bauen. Ich komme hier nicht durch die Bäume durch, verdammt. Okay. Never mind that.
Clear. Okay. Dann muss diese Straße sich erreichen. Passt schon. Das muss jetzt einfach reichen. Okay. Und dann schauen wir mal. Hier werden jetzt die Steinstraßen gebaut. Das hat auch eine gute Weile gedauert. Wir haben 3 neue Nutztiere. Sehr schön. Und wir brauchen mehr Wohnraum. Um hier eben auch Platz zu schaffen für neue Bewohner. Jetzt sieht man hier auch überall schon die Attraktivitätsgrenzen. Dadurch, dass wir jetzt halt den neuen Marktplatz hier haben, kann ich halt auch hier noch ein bisschen nach außen bauen. Muss aber jetzt natürlich auch wieder gucken, dass das Ganze noch in Range ist. Da brauchen wir noch einen Marktarbeiter und jetzt kann ich hier eben die ganzen Luxusgegenstände noch aktivieren. Damit hier auch die Töpferwaren verteilt werden, die Gewürze, die Möbel etc. pp. Apropos Möbel, ich habe, glaube ich, noch gar keine. Da muss man dann auch mal schauen. Jetzt kann ich hier Töpferwaren verkaufen. Sehr schön. Und man sieht jetzt direkt, der Händler hier hat auch viel mehr Geld mit dabei, viel mehr Waren. Also, das trifft sich hier vorzüglich. Kaufen wir noch schwere Werkzeuge ein. Und was könnte man noch machen? Der Rest passt eigentlich. Ich könnte noch ein bisschen Eisen einkaufen. Einfach, um auch die Upgrade-Party hier ein bisschen zu beschleunigen. Denn ja, auch hier gibt es natürlich die Upgrade-Party. Kann ich hier noch die Bodenfruchtbarkeit erhöhen. Und vor allem könnte ich dann mal schauen, dass ich die ganzen Jagdhütten verbessere. Und wir haben keinen Stein mehr hier. Dann setzen wir das Ganze ein bisschen um. Auf Holz und Stein, denn das muss sein. Lassen das weiter durchlaufen. Da fehlt immer noch Futter. Und da kommt der nächste Händler. Und hier haben wir die Rehherde. Haben wir hier drüben auch noch Tiere irgendwo? Sonst müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir noch den ganzen Fisch hier rausholen. Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. Wir haben auch ganz gut Fischbestand da, auf jeden Fall hier in der Ecke. Da haben wir auch den Fisch noch draus geholt. Überall, wo Bonusfisch ist, sollte ich auf jeden Fall auch einen Fischer haben. Das können wir hier noch ein bisschen anpassen, die Position. Habe ich da unten schon einen Jäger drauf? Habe ich, sehr schön. Dann passt das auch. Also nahrungstechnisch bin ich doch eigentlich da. Bin doch eigentlich genau da, wo ich sein wollte. Aber irgendwie haben wir immer noch nicht genug Nahrungsvielfalt, leider. Wir haben ja auch den Fisch schon abgeholt. Habe ich für oben einen Jäger noch? Ja, habe ich. Okay. Wir brauchen irgendwie mehr Nahrung. Keine Ahnung. Hier haben wir schon wieder nur eine Nahrungsart. Nur Fleisch. Wo bleibt das Korn? Wo bleibt das Brot? Machen wir mal hier einen trüben Keller auf Stufe 2. Dass die Sachen besser haltbar werden. Er hat 5000 Gold dabei einfach. Alles klar. Leider kaufen die hier beide nichts von dem auf, was ich hier produziere. Was sehr schade ist. Verkaufen allerdings Mehl. Ich glaube, ich brauche auch generell eine etwas höhere Getreideproduktion nochmal. Ich glaube, die 2 Acker alleine machen es nicht. Das heißt, wir machen noch eine neue Ackerfläche. Acker, Acker, Acker. Hier sind wir noch nicht fertig, leider. Könnte ich hier vielleicht in die Mitte noch einsetzen. Immer noch ganz gutes Land hier eigentlich, von der Fruchtbarkeit her. Dann machen wir das einfach nochmal hier in der Mitte. Und setzen hier noch einen weiteren Acker. Machen hier dieses Mal mehr Zugänge ran. Dass die ganzen Leute hier auch von jeder Seite das Ganze ansteuern können. Und dann verbessern wir hier noch weiter Steinstraßen. Jetzt haben wir hier wieder Rattenbefall, aber wir haben ja jetzt überall auch Rattenfänger platziert.
Das sollte jetzt auf jeden Fall noch ganz gut klappen aktuell. Und wir haben immer noch nicht genug Nahrungsarten. Vielleicht muss ich dann auch mal noch Gemüse anbauen. Könnte ich auf jeden Fall auch noch machen. Und eine Fassbinderei, da müssen wir auch mal gucken. Dass wir die richtige Balance finden. Wie schaut es denn aus? Fässer haben wir gerade auch keine da. Könnte ich noch Tonwaren verkaufen. Aber jetzt habe ich leider das Pech, dass 3 von 3 Händlern nicht das kaufen, was ich hier habe. 9 neue Bewohner, sehr schön. Wir expandieren immerhin. Oh, wir haben zu wenig Eisen auch. Da muss ich mal gucken. Viel zu wenig Eisen. Guter Preis hier da. Sehr guter Preis. Dann könnte ich vielleicht noch ein paar Fässer kaufen. Zumindest einige wenige zum Einlagern. Und dann können wir hier noch schön fleißig verkaufen. Nahrungsvorräte sind knapp. Ja gut, das ist ja auf jeden Fall etwas, was uns hier auch ständig begleitet. Nahrungsmittelknappheit. Auf jeden Fall ein guter Preis hier von dem Händler. Schön, dass wir das mitnehmen konnten. Okay. Also, wir haben das Handelszentrum auf Stufe 2. Wir haben auch viele andere Sachen jetzt schon geupgradet. Jetzt haben wir hier auch schon den Backsteinrübenkeller, der nochmal für etwas längere Haltbarkeit sorgen kann. Und dasselbe müssen wir dann so langsam aber sicher auch mit den ganzen anderen Produktionsstätten machen. Machen wir nochmal einen Fassbinder rein und dann brauche ich noch mehr Eisen. Wir hatten ja, ich glaube hier hatten wir die Eisenmine. Dann machen wir hier noch mehr Leute rein. F4 zeigt mir jetzt eben auch an, wir haben hier noch 558 Eiseneinheiten. Also das ist auch in Ordnung. Und man sieht jetzt hier, wir haben ein volles Lagergebäude. Übermäßige Zeit, die mit Reisen verbracht wird, verringert die Effizienz der Arbeit. Okay. Das heißt, wir müssen den hier auf jeden Fall nach oben schieben. Damit der nicht mehr so eine massive Reisezeit hat. Wahrscheinlich liegt das daran, dass der zum Lagerort erstmal laufen muss. Wir müssen auch generell uns hier mal ein bisschen die Reisezeit anschauen. Habe ich ein bisschen vernachlässigt, aber man sieht ja hier unten immer, wie viel Zeit verbringen die Leute mit Arbeiten, wie viel Zeit verbringen die Leute mit Reisen. Und das sollte schon noch alles relativ im grünen Bereich sein. Denn wenn es das nicht ist, laufen die Leute halt einfach den ganzen Tag rum. Logischerweise. Und ja, gerade auch hier wieder der Räucher. Dude, vielleicht müssen wir den irgendwo auf halbe Strecke bewegen. Oder wir brauchen mehr Lagerhäuser, die zwischengeschaltet sind. Einfach um die Effizienz hier ein bisschen zu erhöhen. Und dann, oh, was wir auch machen könnten, wäre Leinen zu bauen, damit wir Kleidung herstellen können. Und wir haben zwar Pelzmäntel, aber keine normale Kleidung. Das wäre auf jeden Fall noch eine Option. Und dann brauchen wir noch mehr Fischer. Wir sind leider keine Fischboni mehr. Wir können trotzdem hier weitere Fischer noch bauen. Wir haben hier so viel Fischvorräte noch. Das muss ja alles raus. Irgendwo muss der Fisch ja hin, am besten zu uns. Ja, das hier, dieses Gebäude hier wird auch gerne mal mit der Kirche verwechselt. Ist aber eigentlich einfach nur unser Handelszentrum, nicht wahr? Handelszentrum Stufe 2. Ein wunderschönes Gebäude. Also wirklich krass. Krass, 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 wie das aussieht, finde ich. Die Architektur in diesem Spiel ist einfach nochmal was anderes. Die ist einfach nochmal was anderes. Du merkst halt einfach, hier steckt ganz, ganz viel Detailarbeit drin. Die ganzen Gemälde hier. Wunderschön gemacht. Okay, wir sind auf jeden Fall ganz gut vorangekommen. Wir haben auf jeden Fall einiges an Bewohnern in dieser Episode noch zugelegt.
Das Einzige, was uns halt aktuell fehlt, ist die Nahrungsmittelvielfalt. Aber auch gar nicht mal mehr so viel. Also ich denke mal, in der nächsten Episode werden wir dann auch die ersten größeren Geschichten hier begrüßen können. Die ersten größeren Häuser. Wir müssen halt einfach nur ein bisschen unsere Fleischproduktion noch optimieren. Und wir müssen gucken, dass wir noch mehr Getreide herstellen. Aber da sind wir dran. Und sobald wir das haben, sollten wir hier auf jeden Fall dann auch auf Stufe 4 aufsteigen können. Und da gibt es dann nochmal das ein oder andere Schmankerl fürs Auge, wie man so schön sagt. Und eine sehr, sehr schöne Gebäudevielfalt nochmal. In diesem Sinne, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.